Moin Leute, hier ist wieder der Justus vom Pointer. Als ich im ersten Semester war, war für mich das Schreiben von Hausarbeiten der absolute Albtraum. Und gerade bevor ich meine erste Hausarbeit dann wirklich geschrieben hatte, hatte ich einfach nur absoluten Respekt davor. Mittlerweile weiß ich, dass Hausarbeiten schreiben zu einem gewissen Grad einfach eine Sache der Übung ist und auch zwangsläufig nicht immer Stress bedeuten muss. Genau aus diesem Grund möchte ich im heutigen Vlog einfach mal ein paar Tipps geben, wie ihr eure Hausarbeiten stressfrei schreiben könnt. Mit dem Schreiben von Hausarbeiten ist es leider ein kleines bisschen so wie mit dem Lernen für Klausuren. Das bedeutet, dass wenn man keinen Stress dabei haben möchte, Zeit auf jeden Fall ein maßgeblicher Faktor ist. Der erste Tipp für entspannte Hausarbeiten ist dementsprechend auch das rechtzeitige Anfangen und die rechtzeitige Vorbereitung. Mit frühzeitiger Vorbereitung von Hausarbeiten meine ich nicht unbedingt, dass du 2 Monate vor Abgabetermin bereits anfängst, deine Analyse auszuformulieren und die einzelnen Kapitel samt Fazit voreinander hast. Mit rechtzeitiger Vorbereitung meine ich vielmehr, dass du schon laufend im Semester dir Gedanken darüber machst, welches Thema du bearbeiten möchtest, was dein Forschungsgegenstand wird und welchen theoretischen Hintergrund du dabei vielleicht zugrunde legen möchtest. Das Wichtige bei solchen Vorüberlegungen ist natürlich, dass die relativ viel Zeit in Anspruch nehmen können und dass so etwas ist, was man auf jeden Fall nicht unter Druck machen sollte. Wenn du schon bevor du mit der Literaturrecherche anfängst, einigermaßen weißt, worauf du hinaus möchtest, kannst du natürlich sehr viel besser und sehr viel schneller mit dem Schreiben anfangen. Mach dir also schon laufend im Semester in den Seminarsitzungen einfach mal Notizen zu hilfreicher Literatur, interessanten Themen und halt auf jeden Fall die Augen nach guten Beispielen offen, die du in der Arbeit benutzen kannst. Wenn du für dich eine Fragestellung oder ein Thema gefunden hast, ist der erste Schritt für wirklich entspanntes Hausarbeitsschreiben in meinen Augen eine sehr intensive Literaturrecherche. Literaturrecherche ist ein Thema, mit dem man als Ersti nicht unbedingt oft konfrontiert war und was man aus der Schule nicht wirklich in seiner Gänze kennt. Genau aus diesem Grund kann die Literaturrecherche etwas sein, bei dem viele Fehler passieren. Ich habe in den letzten Semestern die Erfahrung gemacht, dass das Beste bei der Literaturrecherche auf jeden Fall ist, diese an den Anfang des Schreibprozesses zu stellen. Schreib dir am Anfang einmal ein paar Abstracts für deine Hauptliteraturquellen und fasse die wichtigsten Argumente aus dem Text auf jeden Fall sehr genau zusammen. Eine intensive Literaturrecherche muss nicht heißen, dass du 20 verschiedene Quellen komplett durchliest. Es bedeutet für mich vielmehr, dass man sich auf 3 bis 5 Hauptquellen festlegt, auf Basis derer man den Forschungsstand und die theoretischen Vorüberlegungen formuliert. Alle anderen Quellen müssen nicht so genau verstanden werden und können auch eher selektiv angewendet werden. Genau aus diesem Grund sollte man bei der Literaturrecherche vor allem Zeit darauf verwenden, seine Hauptliteratur und seine wichtigsten Quellen in Gänze zu verstehen und die Argumente im besten Fall daraus schon rauszusynthetisieren. Auch wenn du deine Literatur vorher gut durchgeplant hast, ist es genauso wichtig, dass du, bevor du mit dem Schreiben anfängst, deine Argumentation und deinen Aufbau einmal genau durchcheckst. Ich mache das Ganze meistens damit, dass ich mir einen Schreibplan oder einen Argumentationsplan anfertige. Das Ganze mache ich in 2 Schritten. Zuerst fertige ich mir einen groben Übersichtsplan anhand eines Inhaltsverzeichnisses an. Dabei gebe ich einmal die Oberkapitel an und mache mir ein paar kurze Notizen, was ich in diesem Kapitel durchführe. Danach mache ich mir Notizen und Ablaufpläne für die einzelnen Kapitel. Was für Unterkapitel kommen dran, welche Literatur ziehe ich zu Hilfe, welche Argumente bringe ich an und ist die Argumentation innerhalb dieses Kapitels am Ende wirklich schlüssig. Wenn man das alles ganz genau durchplant, dann kann man mit dem Schreibprozess eigentlich fast direkt anfangen. Wenn man natürlich die Argumentation bereits durchgeplant hat, weil man weiß, welche Literatur man heranzieht und dementsprechend eigentlich nur noch Zeit auf die Ausformulierung verwenden muss. Ein solcher Hausarbeitsplan ist in meinen Augen auf jeden Fall das, was einem die Hausarbeit am meisten vorkommt. Wenn man einen guten und intensiven Hausarbeitsplan angefertigt hat, dann wird der Schreibprozess am Ende ein Klacks. Der letzte Tipp, den ich trotzdem für das entspannte Schreiben von Hausarbeiten noch habe, ist etwas, der eher um das Technische vom Hausarbeitenschreiben geht. Nämlich um die Funktion von Word. Vermutlich kennt es jeder Student, dass man eine super Hausarbeit geschrieben hat, aber am Ende 2 bis 3 Tage braucht, bis man die Hausarbeit richtig formatiert hat, bis man ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis hat und bis die Seitenzahlen richtig stimmt. Genau bei solchen Problemen kann es hilfreich sein, wenn man im Voraus einen Hausarbeitsdummy anfertigt. Ein Hausarbeitsdummy ist im Endeffekt einfach nur eine leere Hausarbeit. Das bedeutet ein leeres Word-Dokument, in dem du schon mal ein richtiges Deckblatt hast, in dem du ein Inhaltsverzeichnis voreingestellt hast, in dem die Seitenzählung richtig ist und in dem die Textabschnitte richtig gesetzt sind. Das Ganze kann wahnsinnig hilfreich sein, weil man sich einen solchen Hausarbeitsdummy einfach am Anfang seiner Studienlaufbahn erstellen kann und danach alle Hausarbeiten in diesen Hausarbeitsdummy einfügt. Ich habe das Ganze im letzten Semester mit einer Kommilitonin gemeinsam erstellt, wir haben ihn uns gegenseitig zugesendet und seitdem kann ich jede meiner Hausarbeiten einfach in dieses Hausarbeitsdummy-Dokument einfügen. Das Ganze spart mir am Ende meine
Schreibprozess ist immer noch sehr viel Zeit für die Formatierung und dafür, mich durch Word zu schlagen. Und gerade für Leute, die vielleicht eher wie ich Analphabeten im Bereich Microsoft Word sind, kann das auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Möglichkeit sein, um sich die Formatierung ein bisschen leichter zu gestalten. Am Ende interessiert mich jetzt trotzdem noch, wie ihr so zu Hausarbeiten steht. Lasst einfach mal einen Kommentar da und gebt mir vielleicht einen Tipp, den ich gerade noch nicht genannt habe. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert Pointer und macht die Benachrichtigungen an. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!